Sie haben ja doch sehr viele Männer gehabt. Und diese Männer haben, Dieter Wedel ist ja, wie wir jetzt immer gelesen, ein Schwein. Mit ihm waren Sie zusammen. Fleka ist ziemlich hart drauf gewesen, ja, das finde ich jetzt was ganz Ungezogenes, was die sagen, auch wenn wir jetzt eine lustige Talkshow machen. Aber ja, Dieter Wedel ist ganz lustig. Wir wollen jetzt mal wieder runterkommen vom Lustigsein. Ja, Dieter Wedel ist bestimmt kein Schwein. Das kann man auch nicht so Dieter stehen Dieter Wedel habe ich jetzt in so einer Dokumentation das kann man auch nicht Fernsehen lassen, und das sah also aus wie ein Schwein, hat er sich benommen. Nein, ganz bestimmt nicht. Das kann man auch nicht so stehen lassen. Dieter Wedel hat mir ein sehr großes Selbstbewusstsein gegeben, auch wenn das die Leute nicht wahrhaben wollen. Er hat mir sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Ich habe früher keine Selbstachtung gehabt und er hat es mir gegeben. Nur, dass er halt als harter Regisseur bekannt ist, der halt gerne Leute niedermacht, heißt das noch lange nicht, dass er im Privatleben ein Monster oder ein Ungeheuer ist. Er hat mir sehr viel fürs Leben mitgegeben, was ich wirklich dringend gebraucht habe. Was hat er mitgegeben? Habe ich gerade gesagt, Selbstbewusstsein und Selbstachtung. Und das war für mich unwahrscheinlich wichtig, weil ich bis vorher, kurz vorher ein absoluter Ja-Sager war. Ich war ein Mensch, ich war eine Marionette. Ich habe immer gedacht, ich tue aus Angst vor Strafe oder bösen Reden, tue ich lieber das, was man von mir verlangt. Und er hat mir beigebracht, dass ich jemand bin. Und das werde ich ihm nie vergessen und ich werde ihn auch immer verteidigen. Wie hat er das gemacht? Das ist ganz einfach, indem er mich so akzeptiert hat, wie ich bin, nicht versucht hat, umzudrehen, was ich mir irgendetwas beizubringen, was nach seiner Sicht her richtig ist, aber nicht von meiner. Er hat mich einfach so genommen, wie ich bin. Und das ist das Wichtigste, den Menschen nicht zu verändern. Wie würden Sie denn zum Beispiel 6 Millionen Arbeitslosen ihr Selbstbewusstsein zurückgeben? Ja, das Dieter ist eine längere Diskussionsrunde, das hat hier auch nichts damit zu tun. Ne? Wir haben das schon mal gemacht und das ist auch ganz gut gewesen, wenn Sie diese Kamera benutzen und würden den Arbeitslosen praktisch mit Ihrer Erfahrung... Also das ist jetzt absolute Scheiße, was Sie reden, wirklich. Wir reden jetzt gerade von Dr. Wedel und meinem Selbstbewusstsein und Sie gehen auf Millionen Arbeitslose über. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Wir reden von mir. Und Sie haben Dr. Wedel angegriffen und ich habe ihn verteidigt. Aber die Erfahrung, die Sie mit Dr. Wedel gemacht haben, der ihr Selbstbewusstsein aufgebaut hat, wenn Sie diese Erfahrung jetzt auf 6 Millionen zum Beispiel mal anwenden und Sie sagen jetzt in die Kamera, Sie wollen mich herausfordern und es mir zu blöd, ich verweigere das zweite Mal. Eine persönliche Erfahrung. Nein, ändern wir das Thema, das ist mir wirklich zu blöd. Als Sie zum Beispiel jetzt das Tagebuch rausgebracht haben, die riesige Pressekampagne war, der Stern wirklich daran geglaubt hat, alles kochte, alles, nein, mal aufhören mit dem Scheiß. Sie haben völlig recht, das ist nämlich nachher nicht mehr glaubhaft. Schreien Sie mich doch nicht so an, kann man alles normal sagen. Als alles hochkochte und dann kam plötzlich der erste Zweifel auf, der nächste Zweifel, Gutachter dafür, Gutachter dagegen und plötzlich fällt das ineinander zusammen. Ist dann das Selbstbewusstsein, dass man es so gemacht hat, dass es eben nicht als Fälschung auftaucht, sondern wahnsinnig perfekt ist. Ist das dann ein Einsturz des eigenen Selbstbewusstseins oder ist das eine Aufforderung, es demnächst noch besser zu machen? Das ist erstmal die Herausforderung, das nächste Mal das besser zu machen. Normalerweise ist ja das nur aufgeflogen durch einen kleinen, ganz kleinen Fehler. Durch diesen Sternreporter. Ansonsten wäre ich heute nicht hier. Dann hätte ich ja weitergeschrieben, gell? Dann säße ich heute irgendwo in Österreich auf dem Schloss und dann würde ich mit der braunen Uniform durchmarschieren und würde zu meiner Frau Eva sagen. Weil das, das können Sie nicht durchhalten, das halten Sie nicht durch. 2 Jahre, 3 Monate musste ich ja der sein, alles in Ich-Form schreiben. Ob ich jetzt Magengeruch hatte, ob ich mit Eva am Bett liege, ob ich da meine Hunde dressiere. Ich musste ja das alles in Ich-Form erleben, musste ja so schreiben, dass es die Zeitzeugen, die gibt es ja noch, die wurden ja nach Hamburg zitiert, dann wurde denen Passagen aus den Tagebüchern vorgelesen, dann haben die natürlich genickt und haben dann gesagt, das war er. Und damit war das gegessen. Gibt es eine Person, die Sie gerne mal gewesen wären? Also gab es eine Person, zum Beispiel eine Schauspielerin, die Sie bewundert haben, wo Sie sagten, das wäre ich gerne gewesen? Oder gab es eine Figur aus der Geschichte, die Sie gerne mal gewesen wären? Nein, ich wollte nie irgendjemand sein oder nachahmen.
Ich wollte nur immer ich sein, aber nicht stehen bleiben, sondern weitergehen. Und das ist auch eine Leistung. Ich habe das wirklich, das tut mir jetzt leid eben. Es war nicht meine Absicht, über Herrn Dieter Wedel jetzt irgendwelche Nummern zu ziehen, wirklich nicht. Ich habe nur gedacht, das Thema anschneiden zu können, dass man, was ich hier mache, ist nicht mein Traumjob. Das ist auch für mich nicht die Zukunft oder sowas. Das mache ich auch wahrscheinlich dann, ich mache es eben nicht so gut. Aber das ist auch ein Fehler. Man soll immer das, was man wirklich tut, gerne tun. Ja, das soll man nie sagen, was Sie jetzt sagen. Ich kann auch nicht abstreiten, dass ich mich, dass ich das schon in gewisser Weise gerne tue. Ich habe zum Beispiel auch eine Freude daran, dass eben, dass Sie gekommen sind und dass Sie gekommen sind. Das ist ja schon eine Freude. Und ich kann nur sagen, dass ich eben, wenn ich sage, ich mache das 8-mal, dann jetzt beim 4. Mal merke, dass ich vielleicht da der Falsche bin. Also dass ich das Moderator, und ich kann mich nicht so in Moderator reinversetzen, wie es vielleicht besser wäre. Ja? Ich will ja trotzdem sagen, das ist auch immer noch eine Sache, die ich gut fände. Wie baut man Leute auf, die fertig gemacht sind? 6 Millionen sind von der Bildfläche verschwunden. Wie kann man diese 6 Millionen aufbauen, indem man ihnen vielleicht eine eigene Erfahrung macht, was man sagt, was man selber gemacht hat, als man auch mal von der Bildfläche verschwunden ist? Das habe ich damit gemeint. Und das entschuldige ich mich auch für den, dass ich da jetzt so in die Pauke gegangen bin oder sowas. Schreien wollte ich da auch nicht. Wirklich nicht. Nehme ich trotzdem nicht an, die Entschuldigung. Warum nicht? Na, es gibt irgendwo eine Grenze. Also dann zu sagen, Dr. Wedel ist ein Schwein, das ist schon ein ganz schlimmer Ausspruch. Also da sollte man sich wirklich vorher überlegen, was man sagt. Das Bild ist gerade fertig geworden. Mach doch deine eigene, komm doch her. Ja, los, mach. Irgendwoher. Wie wär's denn mit Schlingensief? Der fehlt hier noch in der Mitte. Du hattest das mit dem Wedel. Nein, nein, das ist. Du hast doch selber eben, gesagt, dass das Thema blöd wäre. Brigitte, mach du mal Talkmaster. Nein. Brigitte, mach mal bitte. Brigitte, du bist. Ich will meine Frage hier los. Wirklich. Wir müssen mal einen Test machen. Eine vierte Sendung, mal einen Test machen. Kommt nach oben, macht euren Talk. Kommt nach oben jetzt. Ja, kommt nach oben. Seid Talkmaster. Traut euch jetzt. Kommt nach oben und macht hier Talk. Die Perücke aber ab. Echt, macht's bitte ehrlich und macht's wirklich ehrlich. Das ist mir echt zu gut. Ja, warte mal. Ich kann meinen Traum mal von der Frau zu gehen. Das ist mir echt zu blöd. Frau Steger, Entschuldigung. Nein, ist mir zu blöd. Nein, ich mache jetzt auch wieder weiter, aber es ist doch einfach. Als Kompliment, dass Sie der Erste sind. Man kann doch wirklich so einen Test machen. Ach, lecken Sie mich vom Arsch. Man kann doch so einen Test machen, man kann doch wirklich hingehen und sagen, andere Leute machen einfach jetzt ihre Talkshow. Das muss doch möglich sein in Deutschland. Wichtigtour. Dummer Wichtigtour. Soll seinen Job mal lernen. Etwas beeilen, die Geschwindigkeit hochdrehen um das 280-fache, damit der Zeiger nicht aufhört zu zittern, wie er Schlingensief immer sagt. Mal kurz hinsetzen, machen wir Schluss. Und deswegen